Ladies and Gentlemen, willkommen zum Schlag den Raab, das Hallo, zweite Spiel. Was darf's denn sein? Showmodus, Teammodus, Übungsmodus, wir haben sie alle. Ja, ich wäre natürlich für den Showmodus. So, sehen wir uns mal an, wer gegen wen spielt. Na, ich gegen alle. Gut, wie heißt du denn? Putzelmann. Hey, Putzelmann. Ja, der passt ja. Also ich will mal kurz erklären, warum spiele ich jetzt mal was anderes. Ja, Schlag den Raab habe ich einfach mal dazu gekauft, so als nebenbei. Und dachte mir, ja, warum nicht? Kann ja nicht schaden. Und jetzt gibt es einfach mal das Spiel. Erstmal zwei Folgen, test es halber, mal schauen, wie sich das halt so. Jung und dynamisch, was tut. Kann da noch schief gehen? Ja, aber so was von. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Schlag den Raab. Jawoll! Juhu! Spiel 1. Marienkäfer. Aha, okay. Marienkäfer. Das ist Spiel 1, Spiel 2. Es gibt 4 bis 6 Reihen. In jenen jeweils ein Marienkäfer krabbelt. Zählt alle Punkte auf den Rücken der Käfer und Vase und Bast, ja, um zu antworten. Wenn die Antwort falsch ist, bekommt euer Gegner einen Punkt. Es gewinnt der 5 Punkte hat. Steuerung, TGV, zu buzzern, muss ich das drücken. Und damals kannst du die Antwort auf dem Nummernfeld eingeben. Anschließend den Nummernfeld umstehen. Ich verkacke es. Es geht um mehrere Käfer, die alle Maria heißen. Ihr spielt gleichzeitig. Es gibt 4 bis 6 Reihen, in denen jeweils ein Marienkäfer krabbelt. Zählt alle Punkte auf den Rücken der Käfer und buzzt, um zu antworten. Wenn die Antwort falsch ist, bekommt euer Gegner einen Punkt. Der Spieler, der zuerst 5 Punkte hat, gewinnt. Bin bereit. Dann wollen wir mal beginnen. Das ist nicht korrekt. Knapp daneben. Naja, hätte ja klappen. Ihr wollt sicher die richtige Antwort hören. Ja, sag mal. Nein! Achtung, es geht weiter. Hab ich mich verzählt. Achso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 16, 17, 18, 20, 21. Ein klarer Rundensieg für dich. Yes! Ich bin gut. Eine neue Runde beginnt. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Leider nicht. 26. Hier ist die richtige Antwort. Ach, verdammt nochmal. Interessant. Ich verzähl mich immer um einen. Also 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 10, 16, fuck. 24. Es gehört viel Glück zu diesem Spiel und davon hat Stefan ja bekanntlich mehr als genug. So ein Heute Stress. Ist Steven aber auch wieder besonders frech. Dann machen wir mal voran. 5, 10, 16, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Putzelmann. Fälscher geht's nicht. Oh. Warum jetzt? Dann sag ich mal die korrekte Antwort. So, pass gut auf. Sag ja, ich verkack hier. Das ist nicht so einfach. Aber das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33. Tja, nur so weiter. Und unser Spiel geht weiter. Eieiei.
5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 10, 30, 33, 34, 35. Mehr kann man von dir nicht verlangen, von deinem Kontrahenten aber schon. Und ja, 8, wir machen weiter. So ein Rab, ne? Warte mal, wo fange ich jetzt an? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34. Fuck! Das ist mal wieder typisch. Wer kann ihn aufhalten? Unseren Stefan. Der Stefan hat die Marienkäfer am besten unter Kontrolle gehabt. Ich bin eben tierlieb. Vogel. Nach diesem Spiel sieht es wie folgt aus. Naja. Hab ja noch genug Zeit. Spiel 2. Töne merken. Oh fuck. Oh Gott. Spiel, wo es gibt 4 verschiedenfarbige Felder. Jedes Feld hat seinen eigenen Ton. Ach nein. Der Gravierer lässt ein Feld aufleuchten und spielt den passenden Ton. Ihr müsst dies wiederholen. Dann kommt euer Gegner dran. Wenn sie Erfolg hat, bekommt der andere einen Ton. Scheiße, das kenne ich nicht. Nun braucht ihr Ohren und Hirn. Ihr spielt abwechselnd. Es gibt 4 verschiedenfarbige Felder. Jedes Feld hat seinen eigenen Ton. Der Computer lässt ein Feld aufleuchten und spielt den passenden Ton. Ihr müsst dies wiederholen, dann kommt euer Gegner dran. Wenn ein Spieler erfolgreich war, bekommt der andere einen Ton dazu. Es gewinnt der Spieler, der die Melodie am längsten richtig wiederholt. Butzelmann. Für den Anfang gibt's einen hübschen Ton. Butzelmann. Na dann mach mal. Spitze. Stefan. Bist du bereit? Gut. Stefan. Zeig mal, was du drauf hast. Korrekt, Stefan. Butzelmann, höre gut zu. Jetzt sind wir da. Butzelmann, alles klar. Los geht's. Korrekt. Jetzt piept's gleich wieder. Stefan, zeig, was du kannst. Und verkackt. Nicht schlecht. Danke. Konzentrier dich. Butzelmann, los, zeig's uns. Was für ein Gehör. Hör mal gut hin. Stefan, nun darfst du ran. Nö, falsch. Jawohl. Butzelmann, bravo, du hast Töne merken gewonnen. Yes, klasse. Yes, yes. Die ersten Punkte für mich. Wer ist hinten, wer ist vorne? Und das Spiel 2 geht an mich, den Butcher. Spiel 3. Was ist das? Oh nein. What the hell, what ist das? Spielinfo. Ein unkenntliches Foto wird nach und nach klarer. Passt, sobald ihr eine Ahnung habt und wählt eine Antwort aus. Ist die Antwort falsch, bekommt euer Gegenspieler einen Punkt. Richtig. Es kann auch... er kann auch versuchen, die Frage zu beantworten und sich so einen zweiten Punkt zu sichern. Das gewinnt der, der die 5 ersten hat. Erster kriegt um zu buzzern und hat die Antwort. Alles klar. Dann versuchen wir es mal. Sehen, wer gut sehen kann. Ihr spielt gleichzeitig. Ein unkenntliches Foto wird nach und nach klarer. Buzzt, sobald ihr eine Ahnung habt und wählt eine Antwort aus. Ist die Antwort falsch, bekommt euer Gegenspieler einen Punkt. Er kann auch versuchen, die Frage zu beantworten und sich so einen zweiten Punkt sichern. Der Spieler, der zuerst 5 Punkte hat, gewinnt. Okay. Wir beginnen also. Ich mach's dann auch just for fun, also ich... Ja, weil man jetzt auch schon was erkennen kann, ne? Das war nicht schlecht. Das war ein Äpfel, das habe ich erkannt. Es geht weiter. Sehr aufregend. Nicht schlecht. Die
sieht aus wie eine Kerze. Fuck. Butzel, oh. Die Runde ging an dich. Das ich habe jetzt geraten. Vom Herzen. Seid ihr noch konzentriert und motiviert? Sah aus wieder aus wie eine Kerze. Weiter. Aber, oh Gott. Weiter. Nein. Und dann geht die Frage an dein Gegenüber. Nee, ich will das nicht beantworten. Ein klarer Rundensieg für dich. Ich habe erstens nicht erkennen können, was es ist. Und die korrekte Antwort ist... Schnur. Interessant. Ja, erstmal. Kannst ja vorher nicht wissen. So ein Pixel kannst du jetzt noch nicht erkennen. Hallo? Stefan, untergräbst du mal wieder die Moral der Konkurrenz? Ich versuche es zumindest. Ich habe das noch nicht erkannt. Wir machen weiter. Nein, ehrlich, ich habe das noch nicht erkannt. Dieser Stefan. Ein Punkt. Okay, wo hat er das erkannt? Na, ihr werdet ins Schwitzen kommen. Scheiße. Der Adler habe ich da nicht erkannt. Das war falsch. Der nächste bitte. Butzelmann, du hast wohl Waffen aus Stahl. Butzelmann, ich weiß zwar nicht, wie du diese Motive erkennen konntest, aber du hast gewonnen. Mann, war das easy. Mann, war das easy. Nach diesem Spiel sieht es wie folgt aus. 5-2 für den Butzelmann. Ja, und wir haben noch einige Spiele vor uns. Jetzt kommt Spiel Nummer 4. Shuffleboard. Okay, was ist Shuffleboard? Mit Hilfe eines Schiebers müssen runde Scheiben auf die gegenüberliegende Seite des Schiebers beschleunigt werden, sodass sie dort auf markierten, möglichst hohen liegen bleiben. Berührt eine Scheibe eine Linie, gibt es keine Punkte, beziehungsweise die zuvor erzielten Punkte werden abgezogen. Gewonnen hat der, der noch die meisten Punkte hat. Zeige mit der Maus nach links oder rechts, um dich auszurichten und drücke und halte die Maustaste gedrückt, um Steine aufzubauen. Anschließend lässt man los, um den Schweichweiler zu erzielen. Drück die rechte Maustaste und... Ach du Scheiße! Ich mach nie Probespiele, weil... Jetzt gehen wir am Boden auf Punkte fangen. Viel Spaß! Ihr spielt abwechselnd. Mit Hilfe eines Schiebers müssen runde Scheiben auf die gegenüberliegende Seite des Spielfelds beschleunigt werden, um dort auf markierten, möglichst hohen Punktefeldern liegen zu bleiben. Wer nach 4 Runden am meisten Punkte hat, hat gewonnen. Okay. Ja. Okay. Ich will zielen. Das war. Ja. Nein. Scheiße. War zu viel. Ja. Ist mir klar. Das ging ja so richtig in die Hose. Was gab? Mach das doch besser. So ein Affe, der 7 Punkte. 7 Punkte, gut. Oh ja. 7 Punkte. Das wären 7 Punkte. Hat schon Angst, da geht daneben. Mhm. 7 Punkte für dich. Ja. Nö, leider. Verstehe nicht. Leider keine Punkte. Das gehört zu meiner Strategie.
Ah, richtig, oder? Butzelmann, 8 Punkte. Achso, zwei. Achso, jetzt verstehe ich das. Wir sind zwei auf einer. So, heißt da. Und. Kriegt den bloß nichts, oder? 10 Punkte, aber hallo! Ja, die Runde geht gerade noch an mich. Verstehe ich nicht ganz, aber das ist egal. Das ist ein Wichser, ey. Hat null? Da hat Stefan versagt. War nur ein Übungsschuss. Acht. Alle Achtung. Alle acht. Punkt. Hat er eine 7? Mhm. Stefan, 7 Punkte. Oh, fuck, Alter. Punkte! Sieben Punkte, das geht noch besser. Den kriege ich nicht. Keine Punkte. So ein Mist aber auch. Okay, 7 Punkte. Diese Runde hast du ja recht knapp gewonnen. Scheiße, genau in der Mitte. Butzelmann, verfehlt. Knapp daneben. Knapp daneben. Save. So ein Arsch, ey. Den krieg ich jetzt weg, ey. 10 Punkte. Und jetzt versuche ich das. Butzelmann, toll, souverän gespielt. Muss ich versuchen, auf die 10 zu kommen? Du erhältst 8 Punkte. Ja, komm. Fuck, und ist nochmal ab. Scheiße! Das war gar nicht. Ist nicht wahr, Leute. Das ist eine 0. 0 Punkte, Stefan. Wenigstens keine Negativpunkte. Komm jetzt. 10. Ja! Baby! Butzelmann. Taktisch und punktemäßig war das astrein gespielt. Ein Wichser, Alter, das gibt's nicht. Aber Stefan, souverän gezockt. Bravo. Butzelmann, die Runde hast du gerade noch für dich entschieden. Jetzt muss ich letzte Runde auch noch gewinnen, ey. Scheiße. Jetzt wird es eng. Jetzt hast du 8 Punkte mehr. Ja, ich glaube, das war böse. Und. Scheiße! Dafür bekommst du nichts. Nichts. Der kriegt auch nichts. Leider keine Punkte.
Das gehört zu meiner Strategie. Ich versuche, den damit anzustupsen. Shit. Aber 8 Punkte, hey. Gut so, 8 Punkte. Ich muss die 10 machen. Ah, scheiße. Fast hätte er eine minus 10 gehabt. Da hat Stefan versagt. War nur ein Übungsschuss. Ja, ja. Butzelmann, ein schöner Zug. Jetzt bin ich gespannt. Er hat 7. Augenblicklich würde ich jetzt... Schon ganz gut. 7 Punkte. Gewinnen. Ich muss das jetzt irgendwie... Der muss sitzen. Scheiße! Mist, er hat gewonnen. Butzelmann, das macht 0 Punkte. Butzelmann, das war knapp. Und somit hat Stefan Shuffleboard gewonnen. Na also, so habe ich das gern. Penal. Na dann sehen wir uns mal das Zwischenresultat an. Das vierte Spiel geht an ihn. Jetzt kommen wir zum fünften. Spiel 5. Wann war was? Oha. Geschichte, Alter. Fragen müssen mit Jahreszahlen beantwortet werden. Was, um als erste zu antworten, jeder neue Hinweis bezieht sich auf dasselbe Jahr. Ist die Antwort. Kommt dagegen für einen Punkt, wenn Sie noch so die Frage zu beantworten und die zwei. Ja, war klar. Drückt und mit der Maus, ja. Jetzt heißt es, wann war was? Ihr spielt gleichzeitig. Fragen müssen mit Jahreszahlen beantwortet werden. Buzzt, um als erster zu antworten. Ist die Antwort falsch, bekommt der Gegenspieler einen Punkt. Er kann auch versuchen, die Frage zu beantworten und sich so einen zweiten Punkt sichern. Der Spieler, der zuerst 5 Punkte hat, gewinnt. Okay, also versuchen wir es mal. Wir starten. Jetzt wird es spannend. Das Space Shuttle Discovery hat mit Prinz Sultan bin Salman bin Abdulaziz Al Saud den ersten arabischen Raumfahrer an Bord. Otto, der Film, feiert Premiere in Deutschland. Oh Gott. Butzelmann, hätte ja bleiben können. Dein Gegenüber könnte jetzt gleich... Das war auf jeden Fall 80er Jahre. Na, so schwer ist es doch auch nicht. Oder? Doofes Spiel. Dann sag ich mal die korrekte Antwort. 1985. Fuck, Alter! Fuck, ey! Es geht weiter. Sehr aufregend. In der Schweiz wird der Grundstein für das Europäische Kernforschungszentrum CERN gelegt. Beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans sterben 84 Menschen, als ein Rennwagen inmitten der Zuschauermenge explodiert. Alter, wann war das denn, ey? Der Schauspieler James Dean stirbt bei einem Autounfall mit seinem Porsche. Schockt mir gar nichts. Falsch. Jetzt hat die andere Seite 5 Sekunden Zeit, um eine Antwort abzugeben. Nee, da gebe ich keine Antwort. Muss ich das machen? Ich glaube, dein Auto mit deiner Porsche. Ich hab keine Ahnung. Da wird eine harte Bandage. Woo! Das war geraten, ey. Neues Glück. Wow. Alter. Die erste Weltausstellung der Nachkriegszeit findet in Brüssel am Atomium statt. Das Europaparlament der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft tritt zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Nee. Nein, leider ist das falsch. Da blicke ich erwartungsvoll zur anderen Seite. Oh Gott, ey. Das kann ich ja nicht sagen. Da rate ich jetzt auch gar nicht. Ich lasse die Teller laufen. Ist besser. Aber das gerade, das war ja richtig krass geraten, ey.
Hab das gesehen, 1949, 1955. Ich hab die 55 im Kopf gehabt, aber warum? Mehr kann man von dir nicht verlangen. Von einem Kontrahenten aber schon. Richtig ist 1958. Na, da hätte ich lange und erwartet. Munter weiter. Jawohl. In Deutschland läuft der Film Spiel mir das Lied vom Tod an. Die markante Melodie prägt sich vielen Menschen ein. Das war falsch. Der nächste bitte. Ich habe keine Ahnung, wann das war. 1990. Rein gar nichts sagt man. Ein klarer Rundensieg für dich. 74? Ha, ich bin gut. Nee, es war und die korrekte 50, Antwort 60er. Ist 1969. Hm. Obacht, wir machen weiter. Okay. Die Ärzte stehen mit Jazz ist anders. 8 Wochen auf Nummer 1 der Albumcharts. Nein, das war nicht richtig. Vielleicht weiß er dein Gegenüber mehr. Die Ärzte, Jazz ist anders? Das sagt mir rein gar nichts. 8 Wochen auf Nummer 1. Puh, ich lasse es. Da habe ich eh gewonnen. Warum soll ich mir jetzt meinen Punkt versauen, wenn ich da jetzt eh schon die Runde gewonnen habe? Yes! Butzelmann, die Runde ging an dich. Das war ja ein Klacks. Ja, auf jeden Fall. Die richtige Antwort wäre... Ja. 2008. Ja, du hast... Wann hat er nicht 2008 eingegeben? Na, oder was immerhin. 2006? Ja. Danke, danke, danke. Der Spielestand bis jetzt. 10-5. So, und ich würde an dieser Stelle erstmal sagen, das war Teil 1 von Schlag den Rab, das zweite Spiel. Und ja, 5 Runden haben wir jetzt gemeistert. Mal sehen, wie viel wir jetzt schaffen. Vielleicht schaffen wir sogar komplette Runden noch. Alles klar. Dann sehen wir uns zur 6. Runde. Danke fürs Zuschauen. Bis nachher.